Wir befinden uns auf dem Weg nach Siwa, der geheimnisvollen Oase in den Weiten der libyschen Wüste. 1899 wurden die Altertümer der Oase erstmals wissenschaftlich untersucht. Der Leipziger Ägyptologe Georg Steindorf wurde hier zum Pionier der Oasenarchäologie. . 1932 besucht Steindorf die Oase noch einmal. Er ist 71 Jahre alt, ein berühmter Professor. Die Schnappschüsse der Reise zeigen ihn im Kreis seiner Freunde. Wohlstand, Bürgerlichkeit, Stil. Ein Gentleman, der alles erreicht hat und immer noch das Abenteuer zu schätzen weiß. In seinem Tagebuch schreibt er von der Zerstörung der Altstadt. Ein tagelang anhaltender Regen hatte die Lehmarchitektur zerstört. Unwiederbringlich. Noch ahnt Steindorf nicht, dass auch in seinem Leben nichts so bleiben wird, wie es ist. Dass die Nazis ihn als jüdischen Wissenschaftler nicht tolerieren werden, egal wie berühmt und geachtet er ist. Seine Freunde hier in der Welt, überall, Frankreich, Deutschland, wo es auch war, haben ihm gesagt, sie müssen da rausgehen. Opa hat gesagt, die meinen mich nicht. Die haben nichts gegen mich. Ja. Hatten was gegen ihn, er war lebendig.